Sie kommen aus einer Malerfamilie und landeten in... Ich dachte, das wird ein originelles Interview. Nein, das war ich jetzt auf gar keinen Fall. Und ja, es steht ja überall drin in meiner Vita, das war so. Und es gibt auch viele Rückschlüsse, weil, sind halt Menschen und so groß und könnte es mit Bühnen, ja, alles Blödsinn. Mein Ehrgeiz ist die Bildfindung oder die Bilderfindung und das Weiterentwickeln oder dagegen malen oder über die Malerei was Neues zu erfinden mit dem Foto, ja, das ist was ganz anderes. Also die Bilder haben ein Eigenleben. Absolut. Stärker als ich, ja. Und sind Sie manchmal überrascht, dass das Gegenteil rauskommt? Ja. Manchmal, ja, mal wehre ich mich dagegen, weil ich das Gegenteil nicht will. Manchmal finde ich, das Bild hat recht. Also es sind unterschiedliche Entwicklungsgeschichten, nicht bei dem, was passiert. Und sind Sie schon mal einem Bild böse? Ja, gibt auch Bilder, denen ich richtig böse bin. Kann ich nicht leiden. Nein, aber es gibt sozusagen Bilder, die einfacher gehen und andere, die voll Widerstand sind. Sagt am Ende nicht unbedingt was aus, ob es das bessere oder schlechtere Bild ist. Manche Bilder sind sozusagen schwierige Geburten und dann haben die was, aber manche werden nie was. Also Kunst ist Kultur und Kunst braucht ein Umfeld. Wie stark sind Sie von Ihrem Umfeld geprägt? Naja, Kunst muss ja im Widerspruch zur herrschenden Kultur leben. Das ist ja ein absolutes Merkmal der Kunst, dass es sozusagen die herrschende Kultur ist die eine Sache und Kunst ist ein Teil der Kultur, aber lebt ja im Widerspruch. Und das ist auch die Stärke der Kunst. Ja, mich interessiert auch so ein dialogisches Prinzip. Eben, ich habe, man sieht es ja, bei dem Bild ein bisschen, und es gibt eine Gruppe von Bildern, die sich mit China beschäftigen und mit Asien vielleicht im Allgemeinen. Und da gibt es eben immer Menschen aus verschiedenen Kulturen, die sich auf diesen Bildern treffen und die in einem Widerspruch zueinander sehen oder auch in einem Dialog, könnte man sagen, miteinander sehen. Und das ist so ein Thema, das beschäftigt mich. Die Farbe, das ist bei mir ein Automatismus. Mhm. Das ist irgendwie so ein, das geht durch mich durch und okay, ich habe keine Rembrandtsche Farbpalette, erdige Töne und so. So spielen die Farben ja vielleicht einen Counterpart zu dem, was da ist. Und man ist so angelockt durch die Attraktion des Bildes und wird verkompliziert. Danke für diese Interpretation, merke ich mir. Denn das stimmt schon. Das ist richtig, da ist ein Widerspruch drin in gewisser Weise. Ja. Aber so bin halt auch ich wahrscheinlich organisiert.